Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute gibt es richtig geile News zum Eurotrack Simulator 2 und einer neuen DLC oder Kartenerweiterung. Ja, und da geht es in den Westbalkan. Ja, und SCS hat ja zu Ostern schon mal so eine kleine Hinweise gegeben. Und da haben ja schon viele gesagt, ja, es geht in den Balkan. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, wann das kommt. Ob das dieses Jahr, aber guckt euch das mal an. Dieses blaue Wasser, diese Berge, ist das nicht fantastisch? Und wir wissen endlich, es geht weiter. Wir können uns auf was freuen. Und wir gucken uns mal ganz kurz mal die Bilder an, was es da alles schon zu sehen ist. Man sieht schon, SCS ist doch schon ziemlich weit. Ob es dieses Jahr rauskommt? Ah, wir warten mal. Ein Teufel ist ein Eichhörnchen, aber guckt euch mal die ganzen Berge an. Wow, wirklich sehr, sehr fantastisch. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Region das alles hier im Westbalkan ist. Kroatien, Kosovo, weiß der Geier, aber ist das schön. Ach, ich freue mich. Es gibt wieder richtig Lust und Power. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Und ja, eine andere Sache ist, heute Abend 20.30 Uhr bin ich live. Da können wir gerne darüber nochmal diskutieren, was ihr vom Westbalkan haltet, da ja Heart of Russia erstmal verschoben ist. Und ein kleines Video haben sie auch reingemacht und das würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen ablaufen lassen. Das ist, wie gesagt, ein kleiner Prolog. Sieht richtig nice aus und ich freue mich riesig. Ja, ich habe ja schon vor ungefähr drei Jahren gesagt, ich freue mich auf den Balkan und jetzt wissen wir, es geht dorthin und wir werden da die ganzen kleinen, gemütlichen Bergstraßen abfahren. Sehr, sehr hübsch. Muss ich wirklich sagen, das ist eine Sache, wo man jetzt echt so sagen kann, okay, Heart of Russia, schade, aber wir müssen noch ein bisschen geduldig sein. Ja, 2022 oder 2023, was denkt ihr? Wir wissen es nicht, wir warten einfach mal ab, aber wir wissen, dass eine schöne neue Sache definitiv noch kommt. Dieses Jahr noch Feldbinder und der MAN und vielleicht sogar der Westbalkan. Also wahrscheinlich irgendwann mal Südbalkan oder kommen. So, das war's. Ich hau rein. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.